Kaum ist der Fugmann zurück, passiert sowas. Das, was heute an den Märkten passiert, kann man durchaus als Crash bezeichnen, vor allem mit Blick auf Japan. Da sehen wir einen Verlust des Nikkei von über 13%, größter Tagesverlust seit dem Jahr 1987. Und dabei ging es ja am Freitag, respektive am letzten Handelstag eben der letzten Woche, schon so massiv nach unten. Was ist da los? Was passiert da? Aus meiner Sicht gibt es drei zentrale Gründe, warum wir jetzt das sehen, was eigentlich früher oder später ohnehin unvermeidlich war. Nach all dieser Euphorie, nach dieser Übertreibung nach oben, kommt jetzt eben die Rechnung. There is no free lunch. Jetzt erleben wir die große NT-Bildung und die hat drei Gründe. Erstens, wir sehen, dass der Konjunkturoptimismus, diese Hoffnung auf ein Soft Landing, während gleichzeitig die Fed die Zinsen senkt, dass sich das jetzt in Wohlgefallen auflöst, respektive in Nichtwohlgefallen. Man fürchtet eine Rezession, also der Traum vom Soft Landing, der scheint zu platzen. Erstens, zweitens scheint auch der Traum von der KI-Revolution zu platzen, nachdem die Schaufelkäufer wie Google, Amazon und wie sie alle heißen, bisher nicht nachweisen konnten, dass sie mit KI wirklich ernsthaft Geld verdienen. Also es droht das Platzen, zweitens der KI-Blase, und jetzt haben wir all das in einer Situation mit Bewertungsniveaus, die so hoch sind wie selten in der Geschichte. Das kontrastierend mit der stark abschwingenden Wirtschaft und der platzenden KI-Blase führt dann drittens zu einer ganz, ganz großen Enthebelung. Und diese Enthebelung, die geht von Japan aus, nämlich das Platzen des Carry-Trades, respektive der Aufwärtscrash des Yen, der dadurch entsteht, dass Leute, die diesen Carry-Trade ausgeführt haben, also sich unverzinste Yen geliehen haben und die irgendwo anders hochverzinst oder spekulativ angelegt haben, jetzt gezwungen sind, die Positionen zu schließen durch den Aufwärtscrash des Yen. Die haben praktisch in Yen Kredite aufgenommen. Der Yen wertet massiv auf, also werden die Kredite immer drückender. Gleichzeitig verlieren die Assets, die man dafür gekauft hat, jetzt durch diesen Abverkauf an Wert, und so entsteht etwas, was wir eben heute sehen. Schauen wir uns die Dinge mal eins nach dem anderen an, und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin froh, wieder hier zu sein, auch wenn es natürlich eine sehr schöne Zeit war, aber es ist jetzt spannend, und hier sehen wir mal in diesem Artikel Einbruch der Aktienmärkte, wie besorgt sollten Anleger jetzt sein. Nicht nur, dass der KI-Boom schwer ins Wanken geraten ist, die Marktteilnehmer befürchten jetzt auch einen Abschwung der Konjunktur. Das ist diese etwas unschöne Mischung, die schon am Freitag in den USA für Abverkäufe gesorgt hat, nach den US-Arbeitsmarktdaten zuvor, der ganze schwache ISM-Index. Und schauen wir uns mal die Jobs-Numbers an. Das, was letztendlich am Freitag ja schon hier so reingeknallt hat, war nicht nur die schwächere Zahl von 114.000, sondern vor allem auch der Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,3%. Das allerdings möglicherweise bedingt auch durch einen Hurricane, der dazu geführt hat, dass viele Hunderttausende an Amerikanern keinen Strom hatten. Das könnte also die Zahlen ein bisschen manipuliert haben, aber die Zahlen sind ohnehin, wenn man so will, manipuliert. Hier sehen wir mal die Revisions, die Revisionen, wie also dann praktisch bei zweiter und vor allem letzter Veröffentlichung die Zahlen der neuen Jobs nach unten revidiert wurden. Und wir sehen, dass es bis auf einen einzigen Monat ging es permanent nach unten. Einmal im März 2024 wurden die Stellen um 7.000 nach oben revidiert, ansonsten konstant nach unten revidiert. Das ist das Muster. Ohnehin wahrscheinlich mehr als die Hälfte der gemeldeten Jobs reine Fantasiejobs, nämlich durch das sogenannte Birth-Death-Model, das um und bei schätzt, wie viele neue Firmen sind entstanden, wie viele Arbeitsplätze dadurch, wie viele Firmen sind pleite gegangen, wie viele Arbeitsplätze dadurch weggefallen, ohne statistische Grundlage. Man guckt sich nicht mal die Zahl der Insolvenzen an, sondern hält den Daumen mit Spucke in den Wind und sagt, ja, so ungefähr, gell, könnten wir das machen. Also ohnehin das Ganze unzuverlässig, aber jetzt lässt sich nicht mal mehr dieser Abschwung kaschieren. Und heute kommt der ISM-Dienstleistungsindex, nachdem am Donnerstag ja schon der ISM-Gewerbeindex, also ISM-Index-Industrie, deutlich schwächer war als erwartet mit 46,8, deutlich schrumpfend. Das Einzige, was weiter gestiegen ist, sind die Preise mit einem Wert von knapp über 52, nicht drastisch gestiegen, aber wir sehen eben, dass die Preise noch nicht fallen, während die Konjunktur, während die Wirtschaft nach unten geht. Heute, das wird sehr, sehr wichtig, denn wenn hier eine bessere Zahl käme, dann könnten die Bullen ein bisschen vielleicht aufatmen, denn normalerweise ist ja Dienstleistung sehr viel wichtiger für die US-Wirtschaft. Hier sehen wir, wie stark das nach oben gegangen ist. Dienstleistung war
praktisch noch kein wirklicher Faktor. 1950, das ging immer weiter nach oben, während das Gewerbe immer weiter nach unten geht. Aber eins muss man wissen, warum die Märkte so stark auf den Gewerbeindex ISM reagieren, liegt daran, dass die betroffenen Unternehmen im S&P 500 stärker exponiert sind in Sachen Gewerbe als eben die Gesamtwirtschaft in den USA. Also 16 Uhr reinschauen da und dann haben bei Finanzmarktwelt, da bringen wir die Zahlen zum ISM-Index. Ohnehin der Anleihemarkt mit einer scharfen Warnung. Wir sehen den größten Abverkauf seit der Finanzkrise bei den 10-jährigen Anleiherenditen. Und was früher gut war, nämlich fallende Renditen bedeutete steigende Aktienmärkte, ist jetzt schlecht. Fallende Renditen heißt Panik, heißt Konjunktursorgen, also die Aktienmärkte mit nach unten. Ohnehin jetzt Bad News. Vorher waren schlechte Nachrichten ja gute Nachrichten, das hat sich geändert. Und wir sehen hier die 10- und 2-jährige Zinskurve, die dabei ist, sich zu entinvertieren. Hier dieser Ausbruch nach oben, alles deutet auf eine Rezession, auch diese Chapter 11 Filings jetzt mit dem höchsten Stand, also Insolvenzen, wenn man so will, US-Insolvenzen, wenn man so will, auf dem höchsten Stand seit 11 Jahren, geht sehr, sehr deutlich nach oben. Und das alles bei einer Bewertung der Aktienmärkte, die so hoch ist, praktisch wie noch nie, etwa so hoch jetzt wie in der Blase, als Corona war und die Notenbanken Zinsen auf Null senkten und die Zins- und die Liquidität ins System führten. Der Nasdaq hatte schon vor dem heutigen Tag mehr als 10% verloren seit dem Hoch und das alles jetzt verstärkt durch kleine Problemchen bei Nvidia. Möglicherweise wird der neue Chip, den man ja angekündigt hat, erst im nächsten Jahr kommen, wegen Design Flaws. Also man hat Probleme beim Design. Hier unten sehen wir mal Nvidia im wöchentlichen Chart, 97,39, das ist ein zentrales Unterstützungsniveau. Da waren wir heute Morgen schon drunter, aber das ist vorbörslich. Wenn die Amis reinkommen, können wir vielleicht dieses Niveau wieder erobern. Aber es zeigt, Nvidia hat jetzt offenkundig Probleme, hier zeitnah diesen neuen Chip zu liefern. All das war aber schon eingepreist. Und dann, was auch reinknallt, das ist Warren Buffett, der die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft hat. Warum auch immer er das gemacht hat, er war ja extrem überexponiert in einer Apple-Aktie, 50% des Portfolios. Meine Herren, wir sehen, dass deswegen natürlich auch Apple ein Problem hat und natürlich, vorbörslich jetzt die Aktie, aber natürlich ist Apple kein innovatives Unternehmen. All das, was man neu versucht hat, Vision Pro, Apple Auto, all das ist krachend gescheitert. Man hat letztendlich nur das iPhone und die Infrastruktur drumherum, vor allem den Dienstleistungssektor drumherum. Aber wir sehen Warren Buffett jetzt mit unfassbar hohen Cashbeständen, nachdem er kaum offenkundig mehr diesen Aktienmärkten traut. Und hier sehen wir mal Nvidia, Apple, hier das auf TradeGate, respektive lang und schwarz. Nvidia minus 12,5%, Apple etwa 10%. Und das knallt natürlich rein, wenn hier die 10 Top-Aktien im S&P 500 knapp 36% ausmachen. Dann wird es natürlich schwierig. Jetzt kommen wir zu dem, nachdem wir also Bewertungsniveaus, nachdem wir die Konjunktureintrübung gesehen haben, jetzt kommen wir zu Japan. Wahrscheinlich eben der Auslöser, wahrscheinlich nicht der Grund, aber der Auslöser für all das, was passiert, nämlich die große Enthebelung. Wir sind in Topix, 12,2% größter Tagesverlust seit 1987. Nikkei 13,5%, nachdem wir ja praktisch auf einem neuen Allzeithoch waren. Noch vor kurzem sind wir jetzt seit Jahresbeginn sogar im Minus. 27% war der Index im Plus, jetzt ist er im Minus, muss man sich mal vorstellen. Das sind einfach krasse Dimensionen. Hier sehen wir Kuroda, einer der Architekten des Wahnsinns, der eben Quantitative Easing betrieben hat. Pardon. In einer Zeit, wo die anderen Notenbanken die Zinsen noch angehoben hatten. Das hat dazu geführt, dass der Yen abverkauft wurde. Das hat zu diesem Carry Trade eingeladen. Also ich leihe mir unverzinste Yen und lege das woanders an, spekulativ in Aktien oder eben in US-Staatsanleihen mit einer Rendite von 5% um und bei. Jetzt scheint sich das Ganze zu enthebeln. Und wir sehen, Dollar-Yen ist mal eben um 2000 Pips gefallen seit Anfang, Mitte Juli. Von 162 auf heute 142. Jetzt ist die Frage, wie groß ist diese
dieser Carry Trade. Was also steht zur Enthebelung an? Hier heißt es, das Estimated Quantum dieses Carry Trades, also praktisch den Yen zu schorten, sich Yen zu leihen, liege bei 4 Billionen Dollar. So oder so, wir sehen ja oder haben gesehen, dass die Bank of Japan ja kürzlich die Zinsen angehoben hat. Und das passiert meistens und eigentlich immer dann, bevor eine globale Rezession kommt. Also die Herrschaften haben ein unfassbar gutes Timing da in Tokio, jedenfalls. Andere sagen, nein, es handelt sich bei diesem Carry Trade nicht um 4, sondern um 20 Billionen Dollar. Das wäre dann schon mal fast die Hälfte des US-Aktienmarktes, der ja ohnehin komplett aufgeblasen ist. Also die Frage ist, wie viel ist da jetzt an Enthebelung passiert? War es das? War es der finale das finale Auswaschen sozusagen, der Panic Sell? Noch aber sind die Amis ja noch nicht am Start. Das ist alles erstmal Future-Basis. Viele werden, gerade private Trader oder Hedgefonds, werden da irgendwie stehen und vielleicht noch nicht reagieren können. Wir werden sehen, wie die ganzen Geschichten sich dann weiterentwickeln. So oder so, die Bank of Japan ist ein einziger riesiger Carry Trade, sagt die Deutsche Bank, denn die Bilanzsumme der Bank of Japan ist das Fünffache des BIPs bei 20 Billionen Dollar, also eine völlig aufgeblasene Struktur, die sich hier zeigt. Jetzt, wie geht's weiter? Wir hier mal eine Umfrage vom Wochenende von Helene Mester, an der immerhin 3500 Leute teilgenommen haben. Da waren mehrheitlich die Leute knapp etwas mehr davon überzeugt, dass es nach oben gehen wird in dieser Woche. Und wir haben natürlich ein hohes Put-Call-Ratio. Viele haben sich also jetzt abgesichert. Die werden vielleicht irgendwann Gewinne mitnehmen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die CME jetzt die Margen erhöht. Heute wird für einige Stock-Market-Indizes nochmal die Marge erhöht. Die Leute müssen also mehr Kapital hinterlegen für das, was sie da handeln. Das wird auch einigen richtig wehtun. Und hier sehen wir mal die VIX-Saisonalität. VIX ausgebrochen, massiv ausgebrochen, natürlich jetzt auch überkauft. Massive RSI-Ausdehnung kann man sagen. Aber für viele war es ja ein Volkssport, den VIX zu shorten. Das ist jetzt schief gegangen. Wir sehen, dass normalerweise ohnehin die Volatilität jetzt in solchen Wahljahren in Richtung Sommer, in Richtung Herbst zum Wahltermin hin nach oben geht. Jetzt haben wir schon einen sehr tiefen Schluck aus der VIX-Pulle genommen. Daher sind Erholungen jederzeit möglich an den Aktienmärkten. Aber es ist natürlich eine sehr fragile Situation. Hier sehen wir zum Beispiel am Freitag, wie es mein Handy mir zeigt, VIX fast auf 30 gestiegen, dann geschlossen bei 23,56. Jetzt dürften wir heute natürlich erstmal wieder deutlich höher reinkommen. Aber hier sehen wir mal von John Hussman, der sagt, um das Ausmaß der Blase hier abzuschätzen, sehen wir diese Korrektur. Das ist Stand Freitag noch, also Schlusskurs Freitag der Aktienmärkte. Sieht man diese Korrektur nicht mal in einem längerfristigen Chart. Aber es ist eben so, dass jetzt diese große Enthebelung dazu führt, dass die Leute in Anleihen flüchten, dass man Aktien, Risikoassets verkauft. Jetzt ist die Frage, wie verhalten sich die Zentralbanken? Was wird da passieren? Wir hatten am Freitag übrigens das höchste jemals erreichte Volumen bei Optionen. Gerade diese Zero-DTE-Optionen waren es ja, die Märkte gehebelt nach oben getrieben haben. Market Maker mussten reagieren. Mechanik, ich hatte das schon mehrfach dargestellt. Diese Mechanik kann jetzt auch sozusagen den Weg nach unten gehen. Wir sehen beim Nikkei jetzt vor dem heutigen Tag schon der schlechteste Handelsstart in den August, in den ersten beiden Augusttagen, vor diesem heutigen Massaker von 8,2%. Russell 2000 und so weiter, alle unter Druck. Wie gesagt, da könnte noch einiges kommen in beide Richtungen, muss man sagen. Insgesamt sehen wir ja, dass die Spannbreite bei den Aktien in den USA in Reaktion auf die Zahlen der Berichtssaison so groß ist wie seit der Finanzkrise nicht mehr, wobei diejenigen belohnt werden, die gute Zahlen liefern. Da sehen wir starke Zugewinne, gar nicht so schlecht eigentlich, aber es ist eben jetzt die Frage, wie geht die ganze Geschichte weiter? Die Bank of America sagt jetzt, das ist ein Island Top und hat hier ein erstes Kursziel gehabt bei 5.384, da waren wir schon oder sind wir schon drunter. Kursziel 5135, ein Pattern, also praktisch dieses Island Gaps, das wäre dann sozusagen das Kursziel. Mal sehen, ob das kommen wird, wie es kommen wird. Insgesamt sehen wir aber, dass eben auch die Kryptos unter Druck sind, Bitcoin massiv verloren, Ethereum vor allem massiv verloren, während Gold
sich sehr viel besser hält. Also das vielleicht nochmal zum Thema sicherer Hafen. Wo ist eigentlich wirklich der sichere Hafen? Wobei Gold auch nicht ungefährlich ist, eben weil es viel mehr Papiergold als echtes Gold gibt und manche möglicherweise dann Margin Calls auf der Aktienseite bekommen, dann ihre Papiergoldpositionen schließen müssen. Also auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber insgesamt scheint Gold also das krisenfestere Investment zu sein. Und eins ist klar, jetzt kommen die Rufe, Fed, du musst agieren, in einer Sondersitzung. Hier Elizabeth Warren hatte ja schon gesagt, Paul hat einen gravierenden Fehler gemacht, dass er die Zinsen nicht gesenkt hat. Jetzt soll er aus dem Urlaub zurückkehren und schnell die Zinsen senken. Zero Hedge schreibt, Schumer und Pocahontas, ein Scherzbegriff für Elizabeth Warren, die Senatorin, die werden jetzt einen Hungerstreik im Fed-Gebäude initiieren, damit die Fed schnell die Zinsen um 500 Basispunkte senken wird. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jerome Powells größter Fehler. Der andere Starke sagt, warum, was da passiert ist. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Die zweite, das Konjunkturpanel schlägt deutlich nach unten aus. Da mal ein Blick auf das, was da eigentlich makroökonomisch passiert. Auch super interessant. Zweite Empfehlung. Die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Der Einbruch der Aktienmärkte. Wie besorgt sollten Anleger sein? Das ist jetzt die Frage. Diese drei Artikel empfehle ich unter dem Video. Und jetzt sage ich erstmal schön, dass wir alle wieder zusammen sind. Eine gute Woche. Für manche wird es vielleicht nicht so gut anfangen. Aber Ihnen das Allerbeste. Erst einmal Servus und Ciao.